Hier die Funktionen des Itari ET12FN. Wir schalten das Gerät wieder mit Druck auf den Sensor ein. Mit der obersten Taste, der Plus-Taste, können Sie zwischen Mikrometern und Mils hin und her schalten. Was Sie hier sehen, hier steht Mils. Jetzt schalten wir wieder um auf Mikrometer. Mit der mittleren Taste, mit der M-Taste, können Sie den Messwertspeicher erreichen, indem Sie die letzten 10 Messwerte mit der Plus- und Minus-Taste abrufen können. Wenn Sie die M-Taste wieder drücken, verlassen Sie den Messwertspeicher. Und mit der untersten Taste, mit der Minus-Taste, können Sie das Display drehen, um auch an schwierigen Stellen gut messen zu können.